Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Müssen die Kinder teilen? Dieses Thema beunruhigt viele Eltern, vor allem wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist, auf dem Spielplatz. Sind die Eltern angespannt, wenn das eigene Kind das Spielzeug von einem anderen Kind wegnimmt oder das fremde Kind versucht, das Spielzeug vom eigenen Kind wegzunehmen und das Kind gibt es nicht her? Was macht man in dieser Situation? Muss man das Kind dazu zwingen zu teilen? Muss das Kind das lernen mit 2 Jahren? Wir reden hier über die kleinen Kinder. Falls du nur auf diesem Kanal bist, ich bin Mama Nadja und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um das Thema Baby und Kleinkinder, wie du Montessori zu Hause umsetzen kannst und natürlich Erziehungstipps, wie in diesem Video. Die Erziehungstipps, die ich gebe, basieren auf der positiven Disziplin. Eine Disziplin ohne Bestrafung oder Belohnung, ohne Beschimpfung. Eine positive Disziplin. Die ganzen Videos habe ich in eine Playlist zusammengefasst für deine Bequemlichkeit. Und ich lade dich natürlich dazu ein, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Drück auf die Glocke, damit du weißt, wenn ein neues Video erscheint. Wenn dein Baby vielleicht 12 Monate alt ist, fällt es ihm nicht so schwer, wenn ein anderes Kind das Spielzeug wegnimmt. Das Baby würde sich wahrscheinlich einfach wegdrehen und nach einem anderen Spielzeug greifen. Aber wenn das Baby bereits 16, 18 Monate alt wird, ein Kleinkind bereits, in diesem Moment, wenn ein anderes Kind das Spielzeug wegnimmt, wird das Kleinkind wütend, frustriert. Das wird er nicht zulassen. Und wir Eltern fragen uns die ganze Zeit, warum möchte mein Kind nicht teilen? Wieso ist mein Kind so asozial? Was ist los? Wieso wollen die Kinder nicht zusammenspielen? Die können doch gemeinsame Spielzeuge haben und zusammenspielen. Aber in Wirklichkeit folgt das Kleinkind seinem Impuls. Und dieser Impuls, das ist meins. Das sind meine Sachen. Dieser Impuls ist manchmal viel größer als die Regeln, die man kennt. Was macht man dann in dieser Situation? Müssen wir Eltern das Kind dazu zwingen, zu teilen? Müssen wir dem Kind ein Spielzeug wegnehmen und das dem anderen Kind geben und somit dem Kind zeigen, dass man teilt und man kann ja zusammenspielen? Hier sind die Regeln, die wir verfolgen und die Regeln basieren auf der positiven Disziplin. Und was ich im Vorweg sagen will, man muss nicht teilen. Das Kleinkind muss nicht teilen. Das Kleinkind hat Recht, seine eigenen Sachen zu haben und hat Recht, mit seinen eigenen persönlichen Sachen zu spielen. Das ist unsere Sichtweise und die Regel Nummer 1, die wir in unserem Haus haben, ist abwechselnd teilen. Also im Prinzip, ich kaufe natürlich nicht doppelte Spielsachen. Ja? Wir haben sogar ein Spielzimmer, wo die Kinder gemeinsam spielen und wir haben alles in einem Exemplar. Und unsere Regel ist, wir teilen die Spielsachen, aber abwechselnd. Die müssen nicht gleichzeitig mit dem gleichen Spielzeug spielen. Das funktioniert nicht in dem Alter. Sondern wir haben die Regel, wenn du fertig gespielt hast, danach darf dein Bruder damit spielen. Was sage ich in dieser Situation? Oh, ich sehe, dass dein Bruder gerade mit dem Auto spielt. Wenn er fertig gespielt hat, darfst du mit dem Auto spielen. Es wird bald verfügbar sein. Es ist schön, einem Kind zu ermöglichen, sich in die Aufgabe, in die Aktivität zu vertiefen. Das ist sehr wichtig, in diesem Kleinkindalter diese Konzentration nicht zu unterbrechen. In Montessori sagt man auch, das Kind vertieft sich in die Aktivität. Man ist in so einem Flow und man darf diesen Flow, diese Vertiefung nicht unterbrechen. Das Kind lernt sich zu konzentrieren. Die konzentrieren sich wahrscheinlich eher nur für 5 Minuten, höchstens, ja, wenn sie ganz klein sind. Aber man darf das nicht unterbrechen, damit die Kinder diese Konzentration mit dem Alter steigern können. Und wenn das andere Kind kommt und was wegnimmt, unterbricht natürlich das Kind diese Konzentration. Und wenn ich sage, es wird bald verfügbar sein, lernt das andere Kind zu warten. Das ist auch eine gute Fähigkeit, zu lernen zu warten. So, was passiert, wenn das Kind gar nicht warten kann? Es ist sehr ungeduldig und reißt das Spielzeug aus den Händen von dem anderen Kind aus. Natürlich schaffe ich nicht zu sagen, es wird bald verfügbar sein, aber in dieser Situation versuche ich zu kommentieren, was gerade passiert ist. Und natürlich akzeptiere ich erstmal die Gefühle des Kindes. Darüber haben wir mehrmals gesprochen, dass es sehr wichtig ist, die Gefühle als erstes zu akzeptieren und Verständnis zu zeigen. Deswegen sage ich als erstes, oh, ich sehe, dass du gerade auch mit diesem Spielzeug spielen möchtest und du bist frustriert, dass Andreas das gerade in der Hand hat. Aber wir spielen abwechselnd. Das wird bald verfügbar sein. Wenn Andreas fertig ist, kann er dir das Spielzeug geben. Ich versuche, dem Kind zu helfen, zu warten. Möchtest du in dieser Zeit
mit einem anderen Spielzeug spielen oder möchtest du zuschauen, wie Andreas mit diesem Spielzeug spielt? Ich biete da verschiedene Alternativen an, um dem Kind zu helfen, zu warten und weg von dieser Frust zu kommen, ja, ein bisschen in die Positive zu lenken, zu sagen, schau mal, du hast hier diese Alternativen, du kannst damit spielen oder damit spielen. Wenn das Kind total frustriert ist und kann überhaupt nicht das abhaben, das ist meine Tochter, egal wie oft ich das wiederhole, übrigens, das ist nicht nur einmal gesagt, ja, man kennt ja mit Kleinkindern, man wiederholt es mehrmals, man klingt vielleicht wie eine Schallplatte, man wiederholt und wiederholt, irgendwann klickt es und es gibt Situationen, wo sie das wirklich sehr schön zusammenlösen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, ich sehe, dass du sehr, sehr frustriert bist, dass du nicht gerade mit diesem Spielzeug spielen darfst. Wir müssen aber warten. Kann ich dich trösten? Was kann ich für dich tun? Also ich versuche dem Kind so viel Trost wie möglich anzubieten. Natürlich ist er frustriert und die kleinen Kinder, die sind ja halt ungeduldig. Ja, die können ja nicht so viel warten. Und normalerweise, wenn man das durchgesprochen hat, wird das erste Kind ziemlich schnell sagen, okay, ich habe fertig gespielt, möchtest du damit spielen? Die Kleinkinder, die sind ja ungeduldig. Und wenn sie überhaupt nicht abwarten können, dann versuchen wir diese Situation so zu lösen, dass ich sage, schau mal, du willst unbedingt mit diesem Spielzeug spielen, dann fragst du einfach, frag deinen Bruder, ob du gerade mit diesem Spielzeug spielen darfst. Normalerweise fragt sie und manchmal sagt er ja. Und dann ist die Situation gelöst. Manchmal sagt er nein, dann sage ich Annabelle, Annabelle, es sieht so aus, als ob er noch nicht fertig ist. Wenn er fertig gespielt hat, dann wird es für dich verfügbar sein. Und letztens beobachte ich ganz oft die Situationen, wo das eine Kind das andere fragt, darf ich damit spielen? Und da denke ich, okay, das funktioniert, das hat wirklich funktioniert, dieses ganze besprechen, kommentieren und in die Situation. Am Anfang natürlich ist Mama dabei. Es gibt natürlich Situationen, wo man nicht immer dabei sein kann. Dann müssen sie das auf eigene Faust lösen. Darauf komme ich noch später. Aber jetzt möchte ich noch einen Punkt erwähnen. Was passiert, wenn das eine Kind dem anderen das Spielzeug wegnimmt? Es ist wichtig, auch dem Kind beizubringen, dem ersten Kind, ja, von wem was weggenommen wurde, ihm beizubringen, durchsetzungsstark zu sein. Nee, stopp, das ist mein Spielzeug und ich spiele gerade damit. Also ist wichtig, auch dem Kind zu sagen, du kannst natürlich Annabelle einfach sagen, dass du gerade damit spielst und es wird bald verfügbar sein. Ja, im Prinzip die gleichen Wörter. Vor allem bei uns ist es so, dass die Große nimmt immer wieder von dem Kleinen was ab, ne? Und dadurch, dass er sowieso schon kleiner ist, ja, ist er einfach gefühlt noch nicht so stark, sich durchzusetzen. Und ist es wichtig, ihm das beizubringen, zu sagen, manchmal sagen wir Stopp, ja, wenn das Spiel zu weit geht oder du irgendwas nicht möchtest, haben wir auch eine Regel, Stopp zu sagen mit der Hand. Und die letzte Situation, wo natürlich die Kinder benehmen sich aggressiv, ja, aggressives Verhalten, es wird gehauen, gebissen oder getreten, wegen einem Spielzeug, was nicht geteilt werden konnte. Was macht man dann in dieser Situation? Und darüber habe ich bereits ein ganzes Video gedreht mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich da sage, wie ich vorgehe. Und natürlich, ich habe da die Kommentare gelesen, natürlich mache ich das nicht jedes Mal. Natürlich bin ich nicht jedes Mal dabei. Aber in dieser Situation, wo ich dabei bin, will ich auf jeden Fall das kommentieren, so auf diese Art und Weise, wie ich im Video erwähnt habe. Das Kind entsprechend begleiten und denen Wörter geben, sodass sie lernen, diese Konflikte zu lösen. Wenn das wirklich physisch wird, ja, egal was du machst, dann gehst du hin, ja, du gehst zu den Kindern und ich muss diese separieren, ja. Der eine Kind geht auf diese Seite, das andere Kind geht auf diese Seite, wir müssen euch separieren, so geht es nicht. Ich sehe, dass du sehr frustriert bist. Ich sehe, dass du unbedingt gerade jetzt mit diesem Spielzeug spielen möchtest und aus Frust das deinen Bruder gehauen hast. Es ist okay, frustriert zu sein, aber man darf nicht in diese Situation hauen. Wenn du frustriert bist, darfst du nicht hauen. Wenn du frustriert bist, kannst du zum Beispiel ein Kissen hauen. Hier. Du kannst zeigen, wie wütend du bist bei diesem Kissen. Oder ich gebe dir ein Blatt Papier und du kannst es malen. Du kannst zeigen, wie viel Wut du hast und das auf dem Papier malen.
Hier versuche ich wiederum Alternativen anzubieten, in die positive umzulenken, weg von dieser Frustsituation. Einfach Wege zu zeigen, was man mit der Frust machen kann. Und wenn man sehr wütend ist, also muss diese Energie irgendwie rausgehen. Und deswegen ist es nicht schlecht, dem Kind zu zeigen, auf welchen Wegen das seine Wut loslassen kann. Oder vielleicht wird er einfach stampfen und laut schreien. Das kann auch, man kann das auch machen, aber man darf nicht physisch werden, aber man darf nicht das andere Kind hauen. So, auf dem Spielplatz. Klassische Situation, wir sind auf dem Spielplatz, Kinder sind im Sandkasten und das eine Kind nimmt was von dem anderen weg und das erste Kind weint oder holt es sich zurück und dann haben wir Konfliktsituation. Was macht man da? Da sage ich genauso. Ich sage, oh, ich sehe, dass Andreas gerade noch mit diesem Spielzeug spielt und der ist noch nicht fertig. Wenn er fertig gespielt hat, dann kann er dir das sicherlich geben. Ich versuche auch zu erklären, dass das Spielzeug wird bald verfügbar sein. So wissen das die Eltern von dem Kind, so kennt er auch das Kind und normalerweise wird das akzeptiert, diese Antwort. Wenn wir schaukeln, ja, Annabelle schaukelt sehr gerne und lange und als sie klein war, hat sie sehr lange geschaukelt. Ich sehe, dass das andere Kind wartet, sage ich natürlich laut. Oh, ich sehe, dass du gerade wartest und auch gerne schaukeln möchtest. Die Annabelle ist gerade auf der Schaukel. Wenn sie fertig geschaukelt hat, wird die Schaukel verfügbar sein und das kannst du nutzen. Und das ist nicht gut, das zu unterbrechen, nur weil wir denken, dass es unhöflich ist oder wir müssen jetzt sofort Schaukel frei machen. Ja? Das andere Kind lernt auch dabei zu warten und zu respektieren. Ja, das ist jetzt gerade belegt, man wartet ein bisschen. Klar, wenn es zu lange geht, ja. Annabelle hat wirklich lange geschaukelt, wenn es jetzt wirklich 2-3 Minuten geht und das andere Kind ist schon voll genervt, habe ich ihr auch geholfen, indem ich gesagt habe, du, Annabelle, da wartet schon ein Kind, er möchte auch gerne schaukeln, lass uns bis 10 zählen. Dann haben wir zusammen gemeinsam bis 10 gezählt und in der Regel war das auch kein Problem, von der Schaukel runterzukommen. Andere Situation auf dem Spielplatz, wenn das eigene Kind ne, Spielzeug wegnimmt oder irgendwas einfach ja, nimmt zum Spielen, kommentiere ich das wiederum und sage immer, ja, hast du gefragt, du kannst fragen, darf ich damit spielen? Also dem Kind immer beibringen, höflich zu bleiben und fragen, ja, darf ich gerade damit spielen? Und wenn das andere Kind Nein sagt, dann sage ich meinem Kind, ich glaube, das Kind möchte nicht, dass du damit spielst, das spielt selber noch damit. Lass uns überlegen, was du anders machen kannst. Ja? Versuch das umzulenken und einfach die Situation zu entladen, ja? Dass es nicht zu Konfliktsituationen oder zu Eskalationen kommt. Und oft ist es so, dass die Erwachsenen, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, sie wollen alle höflich sein. Wir möchten auch natürlich, dass unsere Kinder höflich sind und dass man sofort etwas weggibt, ja? Wenn das andere Kind damit spielen möchte. Ja, ist doch nicht schlimm. Gibt es doch dem anderen. Der möchte auch damit spielen. Ist doch nicht schlimm. Ihr könnt zusammen spielen. Also es ist oft so, dass die Eltern die Kinder dazu zwingen, zu teilen und das eigene weggeben. Und ich finde es nicht in Ordnung, weil man auf jeden Fall fragen soll, darf das andere damit spielen? Weil das ist die Sache von dem Kind. Das ist eine persönliche Sache. Ich überlege mir, also ich mache mir immer so ein Beispiel. Ihr sitzt da mit eurem Handy, ja? Und da kommt ein anderer Erwachsener und schnappt euch das Handy. Und die Mama sagt, ist doch nicht schlimm. Er darf auch damit spielen, ist doch nicht so schlimm. Da kann ein bisschen was im Handy gucken, ein paar Telefonate machen und dann spielst du weiter damit. Ja, wie würdest du dich dabei fühlen? Das ist meine Sache. Wir fühlen uns angegriffen in dieser Situation. Und dieses Gefühl haben die kleinen Kinder auch. Das Spielzeug, was das Kleinkind in der Hand hat, ist sein persönliches Spielzeug. Das ist seine private Sache und das ist seine Entscheidung, ob er das zulässt oder nicht, dass das andere damit spielt. Deswegen finde ich das immer angebracht zu fragen, darf dieses Kind damit spielen? Möchtest du jetzt teilen? Wenn zum Beispiel Besuch kommt, ja, und wir gehen durch und sagen, du, wir bekommen jetzt Besuch, da kommen Kinder, die gerne auch mit euren Spielsachen spielen möchten. Wolltet ihr, dass mit allen Spielsachen gespielt wird? Oder gibt es Spielsachen, die ihr zur Seite legen wollt? Das, damit darf einfach nicht gespielt werden. Und das ist sehr gut, bevor der Besuch kommt, einfach durchzugehen, zu sagen, okay, diese Puppe, ne, mit dieser Puppe darf kein weiteres Kind spielen. Deswegen wird die Puppe einfach
weggeräumt. Auch zwischen Geschwistern, ja, wenn es gibt Sachen, gemeinsame Sachen, es gibt gemeinsame Spielsachen, aber es gibt auch Spielsachen, die sie persönlich haben, zum Beispiel, die sie zu Geburtstagen bekommen haben, das sind ihre persönlichen Sachen. Und wenn das andere nicht möchte, dass Geschwisterkind damit spielt, es ist okay und wir versuchen das zu respektieren. Ich zwinge die nicht dazu zu teilen. Was auch sehr wichtig ist, wenn du vielleicht ein Einzelkind hast, kannst du so Rollenspiele zu Hause machen mit dem kleinen Kind, mit den Puppen spielen oder so. Lass uns vorstellen, wir sind gerade auf dem Spielplatz. Was passiert, wenn diese Puppe das auch mit diesem Spielzeug spielen möchte oder so. Also kleine Rollenspiele, dass das Kind sich in diese Situation versetzen kann und man kann mit dem Kind das besprechen und durchsprechen, ja, was passiert, wenn. Was passiert, wenn du plötzlich auf dem Spielplatz bist und ein anderes Kind dir was wegnimmt. Und noch ein letzter Tipp bei Geschwisterkindern. Wenn es jetzt nicht physisch ist, ja, sie spielen und dann streiten sie, ich lasse die erstmal in Ruhe und ich hoffe, dass die die Situation selber lösen. Manchmal kommentiere ich einfach, da sind ja zwei Kinder und eine Puppe. Da frage ich mich, wie ihr das lösen könnt. Und manchmal kommen sie selber auf die Idee, ja, willst du als erstes damit spielen oder soll ich das als erstes damit spielen? Deswegen, wenn es jetzt keine Eskalation ist, gehe ich gar nicht hin. Die können streiten und die müssen es lernen einfach. Und wenn ich eingreifen muss, ich versuche nicht irgendwelche Partei zu ergreifen. Ja, du bist der Große, du solltest es besser wissen. Und ja, du bist der Kleine, du musst deinen Bruder nicht ärgern und so weiter. Ich beschreibe, was ich sehe und das ist einfach, dann ist es neutral. Ja, ich kommentiere einfach, oh, ich sehe gerade, dass du weinst und du bist sehr frustriert und du weinst auch und hast sehr rote Backe. Ich frage mich, was hier passiert ist. Könnt ihr mir das bitte erklären? Als Mama weiß man ganz genau, was passiert ist, ja? Aber das soll man auf jeden Fall vielleicht für sich behalten erstmal und einfach zuhören und was die Kinder zu sagen haben und neutral bleiben, nicht Partei eingreifen, weil dann wird die Rivalität noch gesteigert. So, meine Lieben, das war jetzt meine Antwort auf die Frage, sollen die Kinder teilen oder müssen die Kinder teilen? Und das waren meine Antworten oder wie wir in diesen Situationen umgehen. Ich würde gerne wissen, was ihr macht in Situationen auf dem Spielplatz, irgendwo in der Öffentlichkeit oder auch zu Hause, wie ihr Konflikte zwischen Geschwisterkindern löst. Schreib mir gerne in den Kommentaren. Falls du noch nicht abonniert hast, würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Teil dieses Video mit deinen Freunden, das würde meinen Kanal sehr unterstützen und auch für die anderen vielleicht eine nützliche Information oder eine Information zum Nachdenken. Mama, видишь, Mama Chili? Mama Chili немножко стенку, ну ничего. А раз можно я взял? Можно я такая? Спасибо. Что, Что? А что, ты будешь вот тут? Мне нужно это. А тут я тебя напрыскаю. Мама, халт! Потому что за... Я тебе напрыскаю, ты можешь теперь протирать, Андрея. Ты можешь теперь протирать. Мне нужно это. Вот тут еще мокро, вот тут на. Мама, тебя очень люблю.